Fairtrade, Transfer, Fairtrade. Fairtrade steht ja garantiert für mindere Preise für die Produzenten. Transfer ist sehr zahlreich. Die Idee kommt bei den Konsumenten an. Fairtrade, Fairtrade. Kaffee, Schokolade und andere Produkte. Die Idee kommt bei den Konsumenten an. Hallo, guten Morgen aus Berlin. Der erste Tag des Selbstversuches von mir, Christoph von Kammerkonsum. 14 Tage nur von fair gehandelten Lebensmitteln mich zu ernähren. Heute ist der erste Tag, wir sind in Berlin, werden später zur Auftaktveranstaltung am Bundespressestrand gehen. Und ja, ich möchte kurz auf ein paar Kommentare aus der Community eingehen, die sich mittlerweile auf dem Blog gesammelt haben zu dem Selbstversuch. Und ja, die Gundula von naturtipps.de findet es einen guten Versuch und sie würde sich freuen, wenn ich die Liste aller Fairtrade-Produkte veröffentlichen würde, die ich innerhalb der 14 Tage gegessen habe, weil sie auch nicht genau weiß, was alles so am Markt gibt. Gundula, ich werde einige auflisten. Ob ich alle auflisten kann, kann ich noch nicht versprechen. Aber was ich auf jeden Fall machen werde und was auch ein bisschen fehlt, sind Rezepte mit nur Fairtrade-Produkten, Inhalten drin. Ja, der zweite Kommentar, den ich heute erwähnen möchte, ist Gernot von almende.de. Gernot glaubt, dass der Versuch nicht ohne extreme Einschränkungen möglich sei. Ja, Gernot? Das glaube ich auch, weil es wird außer Bananen keine frische Produkte in den 14 Tagen für mich geben und auch keine Milchprodukte. Das heißt, ich werde 14 Tage vegan leben, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Ja, ich werde einfach euch berichten, wie es damit geht. Ich glaube nicht, dass es gesundheitliche Risiken in sich birgt, die 14 Tage. Jens von naturbelastet.de, der dritte Kommentar, auf den ich eingehen möchte, merkt kritisch an, dass der Begriff Selbstversuch nicht ganz passend wäre, weil es eigentlich ein Fachausdruck ist für eine Versuchsreihe. Ja, Jens, da hast du recht. Es ist kein wirklich wissenschaftlicher Versuch und ich habe auch keine wirklichen Annahmen getroffen. Die Motivation dahinter ist einfach, innerhalb der fairen Wochen eine Aktion zu machen, die zeigt, es gibt faire Lebensmittel draußen am Markt. Man kann sich damit ernähren. Welche Auswirkungen das jetzt genau auf meine Person hat, werde ich natürlich nicht wissenschaftlich untersuchen und ich denke, es wird einfach eine Aktion, die zeigt, es sind Lebensmittel draußen und ich denke auch der Verzicht, den Gernot angesprochen hat, dass das jetzt kein großes Problem sein wird innerhalb der 14 Tage und es ist auch ein Akt der Solidarität zu Menschen auf der Welt, die vielleicht nicht so viel zu essen haben und 14 Tage mal in gewissen Produktbereichen sich einzuschränken, ist durchaus auch ein Genuss. In diesem Sinne, gleich geht's weiter vom Bundespressestrand mit der Eröffnungsveranstaltung. Ja, ich freue mich auf eine gute Zeit. Bis dann. Bye bye. Woche 2008.
ist mein Mittagessen. Eine Banane. Ab heute Nachmittag wird es besser, wenn ich meine Produkte zu Hause kochen kann. Pharao-Saft. Okay. Gut. Schoko. Lecker. Ja, das war die erste Episode vom Fair Trade Man heute aus Berlin. Morgen geht's weiter mit Einkauf im fairen Laden, im Weltladen in Frankfurt. Und bis dahin freue ich mich auf viele Kommentare. Und